Und diesmal wirklich auf ein neues, eine neue Folge von Let's Play Pokémon Platin. Ihr müsst auf jeden Fall den letzten Part angucken. Das war nämlich ein mega Kampfpart. Das war diesmal sehr knapp. Und ihr seht hier gerade unseren neuen Teammitglieder. Bei was? Nein, wer will was mit mir machen? Geh weg. Hier einmal Bronzel bei Marvin. Ist jetzt nicht so grün, aber es zählt als grün. Ich habe Rotom und Jan hat noch einen Togepi. Aber mal gucken. So, also ab geht's. Ablehnen. Ich wurde gar nicht gefragt. Jan hatte das eher in einem Part auch. Wo seid ihr denn hin? Oh. Er verfolgt mich. Tada, hast du schon wieder du hast mich schon wieder warten lassen. Wer ist inzwischen stärker? Du oder ich? Finden wir es heraus. Also lass uns kämpfen. Oh. Einfach mehr kämpfen. Nein. Oh, nö. Roselia. Ne, bei mir hat dann Barmelin als erstes. Pilprin. Barmelin. Pilprin. Blipprin? Ja. Oh, setzt der Schelker rein ein, der ist ja schlau. Hä? Ach, der ist ja noch gar nicht Boden. Ach so. Der ist... Ding Dong. Der ist ja nur... Ach, schön. Der ist ja nur Pflanze. Alter, wie er mit seinen Büscheln wackelt. Sein Büscheln? Kannst du mit deinen Büschen wachseln? Wachseln. Wachseln. Oh Gott. Alter, meine Versprecher immer. Diesen legendären. Als ob der einen Ponyta hat. Der hat einiges. Oh, Nokia 22, sehr gut. Jetzt Barmelin, ey. Ich habe so viele Pokémon, die eine Wasserschwäche haben. Das ist nicht gut. Gut, dass... Ja, bitte? Go, Steve. Nichts, vergiss es. Ja, ich habe doch jetzt ein Elektro-Pokémon. Stimmt. Alter, kann ja Wasserdüse. Das ist ja auch so eine Prio-Attacke, ey. Ui, oh. Blub, blub, blub. Ach man, dann mach das halt. Ich hoffe, du tötest dich nicht selber. Ich meine, es hat eine 90%ige Trefferchance, also wird es wohl treffen. Ich meine, Fliegen hat auch 95. Da ist Ponyta. Habe ich da was gegen? Ja, ich habe mein Zorkrokodil. Ich bleibe aber erstmal bei ihm. Kann der mich töten? Ich heil mich. Das warum heil ich den jetzt? Nein! Ich hab wen anders geheilt. Aber ich bin so blöd. Na. Hab ich jetzt auch verdient. Das hab ich jetzt auch verdient. Oh. Warum kann sein Roselia Zauberblatt und meins nicht? Was ist da los? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir leider nicht beantworten, es tut mir leid. Schade. Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass du das damals nicht gelernt hast. Weil du das erst später bekommen hast. Möglich. Es war vielleicht auch eine Eierattacke. Das heißt, wir kommen bald zu einem Typen, der kann dir Attacken beibringen, die dein Pokémon gelernt hätte. Oder auf Level 0. Das sind sogenannte Eierattacken. Eierattacken? Ja, nennt man so. Zum Beispiel, wenn man auch brütet und so, da kann man da auch Zucht machen und dann kann man auch Pokémon erziehen mit gewissen speziellen Attacken. Jan kennt sich aber besser aus als ich, glaube ich. Was macht Big? Oh, warte. Was macht Big? Ich hab's so gerade so geschafft. Ja, ich glaube ich auch. Bin noch am... Okay. Danke. Wow, was soll das heißen? Ich hab schon wieder verloren. Oh, ich hab mir doch so eine gute Strategie zurechtgelegt. Och, erinnerst du dich noch an die Strategie? Jeder Treffer muss sitzen. Lass dich nicht von dem Gegner erwischen. Das ist so gut, aber naja. Ist ja auch egal. Ich schätze, ich muss mein Team auch besser trainieren und aufbauen. Naja, ich verzieh mich dann mal. Oh Gott. Auf nach Trostbu. Wir sehen uns. Lass mal heilen, ey. Das nächste Mal kippst du aus den Latschen. Wenn du siehst, wie ich mich entwickelt hab. Naja, lass mich. Ich muss mein Pokémon zu mir getan. Das ist nicht nett von dir. Hast du jetzt eigentlich immer noch Teleport? Obwohl du jetzt schon die Entwicklung hast. Jim. Schaut euch an. Ich hab gleich schon Gardevoir. Ach scheiße, ist ja mein Port. Schon Gardevoir. Es hat sich doch jetzt entwickelt, oder? Noch nicht, nein. Hä? Hast du es nicht eingesetzt? Doch. Punit KO. Was? Von was wurde es getötet? Ich weiß es nicht mehr. Das erste, was es draußen hat, ich hab's vergessen, was das war. Ach, Roselia. Warte mal, Blipprin.
So, ich dachte, du hast Roselia als erstes gesagt. Gut, dann gucken wir hier nochmal den Marvin zu. Also, ich glaube, hier was für das Blip-Rennen. So, Marvin ist noch gar nicht fertig. Nee. Ja, der besiegt mich jetzt auch. Oh nein, ich dünge das doch sehr effektiv, nein. Ja, das andere ist genauso scheiße. Ich muss erstmal hier irgendwie was reißen. Naja, Stahl ist ein Psychos. Auseinander und. Ja. Naja, gut, eventuell schneide ich das. Deswegen stoppe ich kurz. Also, ich stoppe nicht die Aufnahme. Ich stoppe nur die Zeit. Damit ich weiß, wie viel man ungefähr hat. Komm, Bronzel, mach das jetzt noch. Ja, dann habe ich aber noch Roselia und Pilprin. Pilprin. Hat dein Dong. Dein Dong. Dein Ding Dong. Hat das den EP-Teiler? Ja. Ach, vielleicht schneide ich das hier rein. Diese Situation immer. Du wolltest ein Best-of schneiden. Ja, sowieso, das habe ich vor. Das habe ich Marvin noch gar nicht erzählt. Was? Ich will eventuell 500. Video, will ich ein Best-of von uns schneiden. Von unseren allen Videos. Oh. Und damit sind wir auch jetzt wieder hier. Marvin hat es geschafft, easy. Nice. Und, ja, ich muss erstmal kurz Heili machen. Ja, heile. Und jetzt geht's weiter in Richtung Trostu. Dem Trostu. Lass mich mal sehen, was du für Pokémon trainiert hast. Er ignoriert es einfach komplett. Der Nils. Trostu. Oh. Oh, der hat einen Pichu. Knospi. Oh, der hat glaub nur Baby-Pokémon. Tja, Arme. Hast du was gegen Babys? Nein. Dann ist gut. Och, ich hasse ihn. Ah, Verwirrung, ey. Ich bin paralysiert. Robustheit. Was hat der denn noch dabei, oder was? Ja. Ah, war klar. Ach, Moba ist immer so putzig. Ja, dann brauche ich ja gar nicht erst eine starke Attacke einsetzen, wenn er eh nicht stirbt. Ach, er wäre eh gestorben. Ach, Moba, ey. Evoli, oh. Das ist kein Baby-Pokémon. Was soll das? Oh, ich bin noch verwirrt. Ja, danke. Als ob Moba so einen Ruf halt. Das klingt für mich nicht nach Mobile. Was hat er denn für einen Ruf? Hab ich gerade gehört. Ui. Ich habe es 1:1 nachgemacht. Da gibt's gar keine Zweifel. Ja, glaube ich zwar nicht, aber ja. Ich habe gerade voll Bock auf Nino Kuni 2. Ich merk schon. Ja, erzähl mal ein bisschen darüber. Bitte. Ja, los. Im zweiten Teil kann ich nicht viel sagen. Also Ni no Kuni. Allgemein Ni no Kuni 1, los. Kann ich auch nicht so viel sagen, aber zumindest. Mann, lass mich so. Bist du da einfach ein Junge, der geht in so eine andere Parallelwelt. Da gibt es so kleine. Weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Begleiter. Nee, die heißen nicht Begleiter, so ähnlich heißen die, keine Ahnung. Zumindest kannst du die fangen, die haben dann auch so Fähigkeiten und sowas und Typen, aber das funktioniert alles ein bisschen anders wie in Pokémon. Du kannst da so auf 3D-Art kämpfen, du spielst halt die richtig und läufst mit denen hin und kämpfst gegen die anderen, kannst Attacken einsetzen und sowas. Ja, und in den Parallelwelten funktioniert da halt. Hat er mir jetzt so ein Item gegeben anscheinend? Das war ein Angler, der hat dir die Superangel gegeben. Profi. Zumindest gibt es, immer. Ach, da ist ein Pikachu. Leider ist es kein ganzes. Ja, ich weiß. Gibt es Personen, die es in der echten Welt gibt, in der Parallelwelt auch, aber in anderer Form. Und wenn es den einen nicht gut geht, dann musst du manchmal zu den gehen aus der Parallelwelt und kannst. Das hat dann da immer irgendwie so einen komischen Grund. Weil die von bösen Leuten befallen wurden und sowas, dann musst du die wieder retten. Nur kurz zum Jogger, der kämpft leider nur morgens. Also. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal zurückkommen oder wie auch immer. Aber nee. Der kämpft leider nur morgens.
Und leider ist es jetzt ausnahmsweise mal eine Aufnahme, die um 17 Uhr stattfindet. Und das passt sogar fast zeitlich mit dem normalen Zeit. Oh, stimmt. Ach nein, mein Nokia, ey. Ich habe leider kein echtes Nokia, aber... Ist ein Nokia. Man kennt's. Oh, der hat Robustheit. Kaufen, das einfach versuchen zu zerstören. Geht nicht. Wegen einem Nokia ist die Titanic untergegangen. Das war ein Nokia, okay. Ja, das ist jemandem ins Wasser gefallen und dann hat es das Schiff gerammt. Okay. Das glaube ich dir natürlich. Ja, das ist die offizielle Version. Und warum gab es dann keine zweite Titanic? Weil da ein Nachfolger vom Nokia rausgekommen ist und die haben sich gedacht, nee, das können wir nicht machen. Das wird nicht gut ausgehen. Ja. Das Pikachu setzt ein Pichu ein. Immer wieder reingehen. Eingehen. Immer wieder reingehen. Oh Gott. Versagen. Wo muss ich denn jetzt hin? Pikachu. Nach oben? Pikachu. Naja, da oben geht's nicht weiter. Du gehst ja schon in die richtige Richtung. Hier ist ein Pikachu. Aber das ist... Oh nein. Was hat das Pikachu für ein Pokémon? Pichu. Wow. Raichu? Das war ja naheliegend. Ich wurde erblickt. Aber ein Pantinimi. Pantinimi. Noch so ein Babyvieh. Hatte das nicht früher auch Team Rocket? Ich glaube schon. Stimmt. Ja, ich glaube Jesse hatte das irgendwo, ja. Oder hat es James? Ich weiß es nicht. Nee, das ist ja so ein James-Pokémon, finde ich. Ja. Ja, dann hast du das Item hier gesnackt. Ja. Hypertrank. Als ob es ein Hypertrank ist. Ach, Dönerwelle, ich bin echt auch in mich heimgegangen. Ach, Mann! Hyper, hyper. Ich hasse dich, Pichu. Ja, Sieglinde. Sieglinde, Alter. Warum heißt du Sieglinde? Oh, weißt du, Evoli, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Oh Gott, was kommt jetzt? Pokémon Smaragd. Bei diesem Part, wo wir die Pokémon gefangen haben, die wir eigentlich gar nicht fangen müssen, wo ich das dann so hochgepitcht habe. Wo ist mein Evoli? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es noch. Das war schön. Janina. 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 Hallo, schrei nicht ins Mikro, du übersteuerst komplett. Janina. Ach ja. Nein. Doch, was denn jetzt? Nein, dann haben die Zwillinge. Ach, das ist jetzt Schlafpudeln. Oh. Alter, jetzt hab ich wirklich gegen das Pokémon gekämpft. Alter, das ist Pikachu. Ich hab keinen Aufwecker. Du bist ein Arschloch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wie? Was ist los? Oh, Heidi. Was? Hä, du hast ein Gardevoir, als ob Toto. Nein, hab ich nicht. Als ob immer noch nicht. Willst du mich komplett verarschen? Du musst es nur einmal einsetzen. Muss ich gar nicht. Mir hat noch fast ein ganzes Level gefehlt. Als ob. Ja, mit Gard hätte es fast erreicht, du bist gestorben, Scheißvieh. Ich dachte schon die ganze Zeit, es ist ein Gardevoir. Warum kann Pichu Surfer? Ach, das ist krass. Das liegt daran, weil es damals ein Surfer-Pikachu gab. Und seitdem können alle Pikachus und Pichu und Raichus surfen. Das ist eine wahre Begebenheit. Damals am Venice Beach 1987. Ach ja. Ja. Ja, Nokia 24. Ach Gott, da ist ein Evoli. Eigentlich könnte mein Pi gegen die ganzen Baby-Pokémon jetzt auch mal campen. Mein Pi vor allem, mein Togepi. Togo. Ach, die schläft. Aber warum machen die immer Bitterkuss, Mann? Weil die dich nicht mögen? Deswegen geben, ja, die dir nun, deswegen geben sie dir nur einen bitteren Kuss. Warum kann Pi Zauberblatt? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Pi ist einfach die Zahl. Deswegen kann Pi alles sein. Pi kann auch Manuel Neuer sein. Ach ja. Ja, so ist das. Ich möchte in diesem Part einen 8-Jahr-Counter von dir haben.
Aber das macht er doch sowieso oft, oder? Ja, aber in diesem Part ist irgendwie schon 3-4 Mal. Soll ich das einblenden? Jetzt kann ich nicht. Und dann immer so ein Ding. Und bei, wenn es bei 10 ist, Ding, 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 Ding. Ja. Ach, schön. Nicht mehr verwirrt, ja. Dann mach doch jetzt auch was. Mach doch, jetzt mach doch mal. Aha, nicht schon wieder Bitterkuss, ich bin doch gerade erst entwirrt. Entwirrt. Ja. Hier unten ist übrigens ein cooles Gerät. Da kann man nämlich den Spiritkern einsetzen, den man bekommen hat auf einer vorigen Route. Und dann kommt ein Krupuck, wenn man 40 Leute im Untergrund getroffen hat. Das habe ich noch nie verstanden, weil 40 Leute im Untergrund, so viele Freunde hat da keiner. Ja, deswegen, ja. Kriegst aber keiner. Krupuck war immer so ein mysteriöses Pokémon. Stern in Staub. Stern Staub. Oh, die hat ein Ponita. Kann Nokia gegen Ponita ankommen? Ist die Frage. Komm, Nokia. Nein! Nein, du Arschding! Warum haben alle Hypnose drauf? Mann! Oh, Heidi. Heidi ist so wunderschön. Ist es jetzt entwickelt? Ja. Ich will's sehen, aber ich bin noch im Kampf. Kannst du dich da unten bei der Treppe hinstellen? Dann sehe ich dich. Nein, 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 nein! Ich wollte das Pokémon nicht wechseln. Ding Dong, komm zurück. Oh, fuck. Jetzt muss es nur noch rausholen. Ich sehe. Oh. Oh. Das hat aber einen großen Kopf. Ui. Ich glaub, warte, ich will es auch sehen, warte. Ich glaube, das hat ein paar Schwierigkeiten mit dem Gewicht. Ui, das war wirklich groß. Okay, ja, jetzt mach's doch bitte tot, ey. Es trifft schon wieder mit Hypnose! Ah! Ich will nicht mehr! Ja, das hole ich mir auch gleich. Ich wäre schon längst hier weg, wenn das mal nicht mehr... Ich muss mich erstmal noch heilen gehen. Ich muss mich bestimmt auch nochmal 5-mal heilen. Greif doch an, bitte! Ja, jetzt mal Wasser-Pokémon mit. Ich habe ja ein Boot-Pokémon, aber das will ich gerade nicht einsetzen, weil es Level 30 ist und mein. Okay, auf 24 nur. Ja, jetzt mal Wasser-Pokémon mit. Ja, ich habe doch ein Boden-Pokémon. Okay. Ja, weil Boden auch gut ist gegen Feuer. Aber Wasser ist besser. Okay. Ist logischer, würde ich sagen. Mein Togepi wurde fast vom wilden Bidifas komplett weggetötet. Vom wilden was? Bidifas. Eta. Wo also, seid ihr denn? Ich bin jetzt gleich da, wo du bist, glaube ich. Ich hole mir erstmal das Kalzium, was hier rumliegt. Bitte geht nicht auf mein Togepi. Es ist unschuldig. Es ist noch Jungfrau. Ja, das ist ein kleines Baby. Man weiß ja nie. Oh je. Mach nicht sowas, Flo. Mm-mm. Nicht Drogenkick! Ah, nicht Togepi. Oh, das ist ein Doppelkampf. Yvonne! Das ist auch der Togepi letzte Kampf für den Part. Wie bitte? Togepi wurde weggesprungen, kickt. Von wem? Hasbiro. Kann Togepi überhaupt schon angreifen? Ja, sogar gute Angriffe. Ui. Aber ich treffe halt nicht. Weil ich vorher mal tot bin. Ach schon, ja, das Hasbiro ist getötet worden. Keine Chance. Easy. Komm schon, Nokia, zeig, was du kannst. Donnerschock. Komm, mach Papa stolz. Ja, Papa stolz. Juhu. Easy. Und das auch, das war's auch für den Part. Wir gehen nämlich in. Was ist denn jetzt los? Ach, da kommt ja Lutz. Ja. Lutz, wo? Als ob hier Lutz kommt. Lutz. Juhu. Hey, ich hab was Tolles, pass auf. Was in aller. Worum geht's hier eigentlich? Ich hab ein paar Sticker, aber ich hab vergessen, sie anzubringen. Oh, klar, das liegt daran, dass. Ich in den Ruinen war. Die Ruinen sind hier toll. Du musst sie dir unbedingt mal ansehen. Ich habe da sogar eine versteckte Maschine gefunden. Das ist nämlich auflockern. Stimmt. Die auch Ruinen. Immer, wir kämpfen aber anders. Bis dann. Genau, im nächsten Part gehen wir nämlich in den Turm der Ruhenden und wir gehen in die anderen Ruinen. Ich glaube, das ist von Incognito. wir gucken hier Marvin nochmal zu. Oh, Marvin hat gewonnen. Sehr gut. So, warte, wo ist jetzt Lust? Ich will den auch noch triggern. Ja, hier einfach nach oben. Dann stellen wir uns hier hin, zu den anderen Pokémon, die hier so spielen, das kleine Pachirisu und das Haspirohr. Und ansonsten sagen wir natürlich, wir hoffen, euch hat der Part gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal beim Let's Play Pokémon Platin in der Color Lock. Also, was soll das denn? Nee. Also, nicht verpassen, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!